Leute, ein neuer Wäschetalk. Ich habe die Wäsche jetzt hier unterm Vorzelt aufgehängt, was auf unserer Terrasse aufgebaut ist, weil es nämlich schon wieder so ein komisches Regenwetter ist. Und wir morgen aber wegfahren und ich brauche ein paar Windeln. Und, eigentlich habe ich gar keine Zeit für irgendwas, aber ich muss das unbedingt loswerden. Mir brennt das gerade auf den Nägeln. Also, warum bereiten wir unsere Mädchen eigentlich nicht auf das Muttersein vor? Aus gegebenen Anlass hat sich mir diese Frage gestellt und ich kann es einfach nicht verstehen. Also, unsere Mädchen heutzutage, die werden ja auf das Berufsleben vorbereitet, wie die Jungs auch, ne? Alle gleich, Jungs wie Mädchen. Und in der Schule lernt man stille sitzen, brav machen, was man gesagt kriegt. Und es ist alles intellektuell, also irgendwie auf den eigenen Körper hören, auf die Intuition hören und so, das kommt überhaupt nicht vor. Also das ist überhaupt nicht Bestandteil der Schulbildung. Jahrelang ist immer nur Intellekt, Intellekt, Intellekt. Und Ausrichtung auf Konsum, ne? Was brauche ich, was kaufe ich, was will ich haben? Ich verdiene mal Geld, damit ich mir was leisten kann, damit ich tolle Sachen mir kaufen kann und so weiter. Ja, und dann werden unsere Mädchen groß und machen Abitur. Gibt ja inzwischen mehr Mädchen, die Abitur machen als Jungs sogar. Und dann studieren sie und dann fängt die Karriere erst richtig an. Und natürlich, bevor man irgendwie so Kinder kriegen, das ist so optionell. Also das kann man so mal machen, aber vorher ist natürlich Karriere und Geld verdienen, damit man nachher Geld hat und überhaupt, damit man guten Status hat, seinen Kindern was bieten kann und bla bla bla. Und so ist dann überhaupt kein Platz, da irgendwo Kinder zu kriegen. Das ist immer ungünstig. Also im Studium ist ungünstig. Und nachher, wenn man gerade frisch anfängt im Beruf, ist auch ungünstig. Und dann will man ja auf der Karriereleiter ein bisschen vorankommen, ist also auch ungünstig. Naja, und wenn man dann irgendwann auf der Karriereleiter ganz oben ist, ist man schon fast 40. Und dann fällt einem ein, oh ja, ich hätte doch auch noch gerne ein Kind. Ist ja, gehört ja dazu so quasi zum runden Frausein. Ja, und dann braucht man ja noch einen passenden Partner, aber das ist ja heutzutage auch nicht so wichtig, ne, der richtige Partner. Man kann ja mit irgendjemandem ein Kind kriegen oder man kann sich ja auch Samen spenden lassen, ist ja egal, ne, wenn einem das nicht so passt, dann, also wenn man keinen richtigen Partner findet, dann lässt man halt sich ja ein paar Samen spenden und dann geht das eben auch. Ja, ist ja alles heutzutage gar kein Problem. Ja, und dann ist man schwanger. Oft auch dann ungeplant. Also es gibt auch welche, die werden ungeplant schwanger, die haben das gar nicht eingeplant in ihre Karriere, weil Kinder kriegen, das ist immer mit so einem Karriereknick verbunden und das hat auch kein, also das kriegt ja keine gesellschaftliche Anerkennung, dann sinkt man erstmal richtig rapide ab in der gesellschaftlichen Anerkennung, außer man geht ganz schnell wieder arbeiten. Aber es ist nichts, was irgendwie Prestige hat oder was in dem Sinne, wie die Mädchen erzogen sind mit Karriere und immer höher und toll und so, das entspricht dem ja nicht. Also warum soll man Kinder kriegen? Ne? Also da verliert man ja eigentlich nur. Ja, und dann ist die Frau plötzlich schwanger. Entweder geplant, lang ersehnt und mit Partner oder eben auch völlig ungeplant und ohne Partner. So bei der Verhütung in der Schule hat man ja nur gelernt, ja Hauptsache ihr verhütet. Ne? Also Fruchtbarkeit und so, dass man ein Kind kriegen kann, das wurde so erwähnt. Ne? Und deswegen soll man auch verhüten und wegen der Geschlechtskrankheiten. Aber dass man irgendwie, dass es Sinn macht, das Familien zu planen, vorauszudenken, sich einen Partner zu suchen, mit dem man eine Familie gründet, wo man dann auch einen Bund schließt, also ganz klassisch und altmodisch heiratet und dann Kinder in die Welt setzt, um eine sichere Grundlage zu haben. Sowas lernt man ja in der Schule nicht. Man lernt ja nur, Hauptsache ihr verhütet und dann habt Spaß. Aber irgendwie so ein strukturiertes, geplantes Vorgehen taucht da überhaupt nicht auf den Plan auf. Deswegen gibt es da alles Mögliche. Es gibt Frauen, die haben einen festen Partner, die kommen da selber drauf und dann gibt es andere, die, das passiert dann halt so, ne, so. Und ja, manche haben eben auch Pech, ne? Es gibt immer auch Männer, die einfach, naja, auch nicht, auch keinen Plan haben, ne, von nix und nur an sich selber denken. Ja, jedenfalls ist Frau dann schwanger und was macht Frau? Frau ist gut erzogen im medizinischen System und wenn sie irgendwas hat, wenn sie schwanger ist natürlich auch, dann ist ein Arzt zuständig. Also die Frau, die muss vom Arzt bestätigt kriegen, dass sie schwanger ist, sonst weiß sie das gar nicht. Also die Frau ist so weit von ihrem eigenen Körper entfernt worden, dass sie noch nicht mal alleine wissen kann, dass sie schwanger ist. Selbst ein Schwangerschaftstest zählt da nicht, der Arzt muss es bestätigen. Und in dem Stil geht das weiter. Die Entfremdung vom eigenen Körper ist so groß, dass man lieber einen Arzt und eine Maschine seinen Körper, den eigenen Körper vermessen, aufschneiden und behandeln lässt, als dass man mal sich selbst
anfasst. Also lieber der Arzt bestimmt im Ultraschall, wie das Kind liegt, als dass ich mal selber meinen Bauch anfasse. Und so setzt sich das fort. Dann ist es natürlich die ganze Schwangerschaft lang, geht die Frau brav zur Vorsorge. Und bei der Vorsorge, statt dass man sie an ihren Körper ranführt, dass sie ein Gespür für sich entwickelt, Vertrauen lernt in ihren Körper, nee, da wird das Vertrauen in die Maschinen gefördert und in den Arzt. Der Arzt weiß alles und die Frau hat keine Peilung, aber alles gut, der Arzt kümmert sich, der Arzt weiß das, der Arzt. Und was der Arzt sagt, das wird gemacht. Kontakt zum eigenen Körper, nix. Aber macht ja nichts, der Arzt hat es ja im Griff. Und damit ist es dann schon mal super vorbereitet auf so eine richtige, interventionsreiche, traumatische Scheißgeburt. Und das sehen wir ja, ne? Die meisten Frauen haben interventionsreiche, traumatische, blöde Geburt. Wenn sie Glück haben, auch mal nicht. Aber wenn man sich die Statistik anguckt, 96% aller Geburten finden mit Intervention statt. Über 30% Kaiserschnitte. Und was dann alles so passiert, was man sich für Geschichten anhören kann. Das ist, ja, da sind die mit wirklich schönen Geburtsgeschichten die absolute Ausnahme. Und ist das Zufall? Ist das, weil Geburt so gefährlich und schrecklich ist? Nee, das ist ein systemgemachtes Problem und ein Problem, was man einfach beheben könnte, wenn dieses System nicht mehr so die Frauen von ihrem Körper entfremden würde. Ja, und dann hat die Frau dann ihre traumatische Geburt hinter sich. Vielleicht hat sie sich auch gleich mit dem Wunschkaiserschnitt aufschneiden lassen, weil sie so viel Angst gemacht gekriegt hat vor der Geburt. Das ist ja alles nur intellektuell im Kopf. Ne? Der Arzt erzählt ja diese Risiken, Risiken, Risiken. Und das die ganze Schwangerschaft lang. Und dann denkt sie, oh Risiken, es wird ganz schrecklich und schlimm kommen. Am besten, ich tue das, was ich immer getan habe. Ich rette mich in die Hände des Arztes. Er soll mich aufschneiden, Baby raus, fertig. Kein Problem, geschafft. Und dann kann man sich das ja auch schön reden. Ist ja viel risikoloser, ne? So eine Geburt hat ja Risiken. Die gefährlichste Stunde im Leben, hat mal so ein Professor gesagt. Also warum nicht einfach aufschneiden? Und dann kann man natürlich Berichte lesen, ne? Von Erfahrungsberichte, Frauen, die Kaiserschnitt hatten und Kaisersfrauen, die normal geboren haben. Und dann stellt Frau plötzlich nach dem Kaiserschnitt fest, oh, es ist ja richtig heftig, eine OP gewesen, ne? Und ich komme hier gar nicht auf die Füße. Und eigentlich wollte ich ja stillen, aber das tut mir alles so weh, ich kann mich gar nicht um mein Baby kümmern. Und das tagelang, und dann bin ich im Krankenhaus, und dann die Schwestern kommen ordentlich und füttern diese Ersatzmilch da rein. Und stillen? Hey, ich wollte ja stillen. Ach, ist doch viel einfacher so. Und dann hat's halt nicht geklappt. Und, dann wird auch noch so ein schöner Plan zurechtgelegt. Ja, gib alle 4 Stunden diese Flasche, so und so viel Milliliter. Es ist alles schön intellektuell abgegrast. Man braucht sich keine... Also, es ist alles in dem Schema, was die Frau gelernt hat. Intellektuell das Ganze abmessen, abwiegen, berechnen, fertig. Intuition, Bauchgefühl? Nö. Ach, wozu denn? Also, wenn man es nie gelernt hat, dann... Das erzeugt auch enorme Ängste. Also das ist auch der Grund dieser enormen Ängste meiner Meinung nach, dass es gar kein Bauchgefühl und Intuition da ist. Und wenn da nichts ist, wenn das nicht trainiert worden ist, also wenn ich das nicht hätte, ich hätte auch enorme Ängste, weil nur rein intellektuell kann ich das doch gar nicht, also da weiß ich doch gar nicht, wie soll ich denn mit einem Baby umgehen, wenn ich das noch nie gemacht habe, wenn ich noch nie ein Baby in der Hand hatte, wenn ich alles noch nie gemacht habe, ich habe noch nie eine Geburt gemacht, wie soll ich das denn wissen, wenn ich keine Intuition habe, wenn ich kein Vertrauen in meinen Körper habe, dass das von der Natur so eingerichtet ist, dass das schon funktionieren wird mit ein bisschen Anleitung und so weiter. Wenn ich das überhaupt nicht habe, dann habe ich auch Riesenängste. Dann, ja, also wundert mich, ne? Aber wenn es nachher zur Geburt geht, ist es zu spät, dann kann man nicht anfangen, seine Intuition zu entwickeln. Dann hat man, was man hat. Und nachher lernt man dann entweder auf die harte Tour, wenn das Baby da ist, ne? Viele finden dann noch ihre Intuition zu einem gewissen Maß. Oder man ist halt dann so eine typische Mutti, die hat den tollsten, teuren Kinderwagen, weil sie ja Karriere gemacht hat, die kann sich das alles leisten. Ganz toll eingerichtetes Kinderzimmer, schönste Klamotten für das Baby, Ausstattung bis zum Get-No, ganz tolle Milchaufbereitungsstation und alles. Ja, das ist er dann ganz stolz drauf, weil das ist das, was sie immer gelernt hat, was das System immer gefördert hat. Aber wie sie mit ihrem Baby intuitiv umgehen soll, das schreit dann halt, ja, das kann man so schreien lassen, das ist ja gesund, das wird ja so erzählt, ne? Und das erzählt man heutzutage immer noch im Zweifelsfall. Hauptsache, der Kinderwagen ist ganz schick und dann soll das mal schreien, ja, das... Aber das ist die Bindung zum Baby und so ein intuitives Gefühl dafür...
kommt vielleicht dann in der Zeit. Also das Mutter werden, Mutter sein ist ja eine Zeit mit der Chance enormen persönlichen Wachstums. Also in der Zeit habe ich, glaube ich, so viel charakterlich und über mich selbst gelernt wie noch nie vorher. Also die Chance ist riesengroß, da einiges aufzuholen, was man bisher im Leben verpasst hat. Aber der Weg ist schmerzhaft. Und ja, ich begleite gerade eine Frau, da ist das auch nicht anders. Und es ist für mich auch schmerzhaft, dazu zu gucken. Also, es müsste doch eigentlich nicht so sein. Warum können wir unsere Mädchen nicht von Anfang an darauf vorbereiten, dass sie irgendwann Mutter werden? Mutter werden? Warum können wir sie da nicht darauf vorbereiten? Die meisten Frauen kriegen ja irgendwann Kinder. Und das wäre doch cool, wenn das alles ein bisschen geplanter ablaufen würde, wenn die Frau schon ihren eigenen Körper kennen würde, ihrem eigenen Körper vertrauen würde, ein Gefühl dafür haben, so ganz viele Stillanfänge, die werden einfach verbaut. Die Frau hat so eine Angst, die glaubt gar nicht, ihr Körper, da kommt ja nichts raus und da ist ja nichts drin und das geht nicht. Und dieses grundlegende Misstrauen in den eigenen Körper, dass der das gar nicht kann. Der kann das ja gar nicht. Der kann, also, wie soll denn das Kind da unten rauskommen bei der Geburt? Ich glaube, ich kriege keine Wehen. Also, das sind so ganz viele Ängste, die so im Kopf schwirren, die gar nicht sein müssten, wenn da so ein Bauchgefühl wäre, was mir grundlegend sagt, ja, mein Körper kann das. Fertig. Aber wenn das nicht da ist, dann ist... Und wenn auch keine Frauen drumherum sind, die sagen, ja, das hat bei mir auch geklappt, das ist alles normal und so weiter und so fort. Stattdessen sind da ausgebildete Professionelle, die der Frau nur die ganze Zeit, ha, das könnte schief gehen, das könnte schief gehen, das Kind nimmt nicht genug zu. Oder vielleicht hast du eine Wehenschwäche und deswegen geht die Geburt nicht los. Also dieses grundsätzliche Säen von Misstrauen auf der einen Seite, was diesen System so grundlegend, dieses System grundlegend prägt. Im Gegensatz zu ein grundlegendes Vertrauen, dass der weibliche Körper einfach mal das tut, wozu er gemacht ist. Und ja, da könnten wir unsere Mädchen einfach ganz anders und viel besser vorbereiten, als wir das aktuell tun. Aktuell werden Frauen darauf vorbereitet, wie Männer zu sein. Die gleichen Jobs wie Männer zu machen. Naja, und irgendwann kriegen sie halt mal ein Kind. Aber das ist so. Ja, kann man machen, muss man nicht. Aber die Weiblichkeit, die wird irgendwie total, ist egal, was du bist, sein Mann. Weil es ist ja keine, wir schätzen ja die Weiblichkeit überhaupt nicht. Das ist, wir schätzen das Männliche und die Frauen sollen auch wie Männer sein. Aber der Feminismus ist ja auch so. Der Feminismus ist ziemlich antifeministisch eigentlich. Also gegen die Frauen eingestellt, gegen das Weibliche. Und das fördert einen Haufen traumatisierte Leute und einen Haufen Leute, die einfach nicht das Potenzial erreichen, was sie können. Und nicht die Freude am Familienleben entwickeln und am Kinder haben, am Gebären, an ihrem weiblichen Sein, wie es möglich wäre, wenn das Weibliche geschätzt werden würde als gleichwertiger Teil zum Männlichen. Mit allem, was dazugehört. Und mit allen Lebensläufen, die dazugehören. Wenn das alles gleichwertig wäre. Gleichwertig und gleich geschätzt in der Gesellschaft. Ja, und das wünsche ich mir für die Zukunft. Ja, das musste ich mal loswerden. Tschüss!